Wir waren bei den Europawahlen erfolgreich. Wir waren bei den Kommunalwahlen in Bayern erfolgreich. Wir haben steigende Mitgliederzahlen. Wir haben Bürgerentscheide gewonnen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir die Stimmung heute hier in Hirschheid mit der Stimmung vor einem Jahr in Augsburg vergleichen, dann können wir mit Fug und Recht sagen, wir gehen kraftvoll und selbstbewusst in die kommenden Jahre. Wir haben allen Grund dazu. Und zu danken haben wir dafür, und das möchte ich auch ganz klar hinweisen, zu danken haben wir dafür vor allem unserem Landesvorstand, aber noch viel mehr unserer Basis. Unsere Erfolge sind die Erfolge von uns allen, von unserer Basis. Wir können stolz sein auf euch, und umgekehrt steht der Landesvorstand auf den Schultern einer starken Basis. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Und deshalb ist es ja auch so, dass die Stärkung unserer Kreisverbände die zentrale Aufgabe des Landesvorstandes in den kommenden Jahren sein wird. Wir haben ja gestern bei der Strukturdebatte darüber geredet. Und ich will mich als Landesvorsitzender mit ganzer Kraft für die Umsetzung, für die Weiterführung, für die Beendigung, aber auch für die Umsetzung, für die Moderation, für die Kommunikation, für das Lebendigwerden dieser Strukturreform einsetzen mit Haut und Haaren. Naja, Haut und Haare ist bei mir ein bisschen schwierig, aber auf der Brust ein paar mehr. Das verspreche ich euch, daran sollt ihr mich messen. Meine Lieben, die Aufgaben des Landesvorstandes sind aber nicht nur innen gerichtet. Wir müssen ein klares Profil nach außen, eine klare Sprache nach außen sprechen. Wir müssen glaubwürdig unsere zentralen Themen nach außen vertreten. Dabei stehen die Grünen für eine wertorientierte Politik in klarer Abgrenzung zu den populistischen Wendehälsen à la Seehofer und Aiwanger. Wir stehen für eine offene, demokratische, solidarische Gesellschaft. Wir sind verlässlich und wir wissen, dass wir unsere Erde für unsere Kinder schützen müssen. Wir haben das Megathema Nachhaltigkeit tief, tief, tief in die Köpfe und Herzen der Menschen in Bayern dort verankert. Das ist ein Erfolg. Das ist ein Riesenerfolg. Und wir können heute sagen, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das ist keine Bedrohung für Grüne. Das ist ein wahnsinniger Erfolg für uns Grüne, auf den wir alle stolz sein können. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in Bayern, was erleben wir denn tatsächlich an Politik, an realer Regierungspolitik in Bayern? Wir erleben überhaupt keine Politik. Wir erleben nichts als Stillstand und das Streben nach Machterhalt und das Durchsetzen von persönlichen Egoismen. Und die Verantwortung für das Land übernimmt in der Regierung niemand. Beispiel Energiewende. Wo zielorientiertes Handeln dringender denn je wäre, betreibt der aktuelle Regierungschef eine Totalblockade der Energiewende. Die Freien Wähler rufen klar in einem, ich nenne es mal, Akt beeindruckender Gleichgültigkeit an Verantwortungslosigkeit gegenüber dem, was Politik zu tun hat, gar zum Volksaufstand auf. SPD und CSU stimmen im Bundestag derweil zweistelligen Milliardensubventionen zur Wiederbelebung der archaischen Atomindustrie in Großbritannien zu. Das nenne ich eine verlogene Politik, das ist eine Schande. Deshalb, liebe Leute, Atomausstieg, das Verbot von Fracking, die Energiewende, das wird alles nur mit starken Grünen gelingen. Und das sind wir. Beispiel Friedenspolitik. Mir wird ganz schlecht, wenn Seehofer angesichts der zunehmenden weltweiten Kriege und Krisen im Interesse bayerischer Arbeitsplätze ein Hochlied auf die Rüstungsexporte singt. Das ist genauso, als würde er aus Arbeitsplatzgründen bayerische Drogenküchen für Crystal Meth oder sowas fordern. Nein, liebe Grünen, nein, meine Lieben, wir haben aus der deutschen Geschichte gelernt. Und dieser zentrale Auftrag, den wir alle haben, ist, aktiv Friedenspolitik selbst zu betreiben und von anderen einfordern. Eine Politik, die Frieden sichert, im Vorfeld deeskalierend wirkt, anstatt sehenden Auges in jede Eskalation zu rennen. Und während die Staatsregierung, die Kommunen und die 4000 Ehrenamtlichen in der Region dramatisch im Regen stehen lässt, stehen wir an der Seite der vielen, vielen Flüchtlinge und ihrer Initiativen, um gemeinsam mit ihnen die Flüchtlinge in der Welt, wenn sie nach Bayern kommen, aus aller Welt, wenn sie nach Bayern kommen, zu unterstützen. Willkommen in Bayern. Auch das ist grüne Friedenspolitik. Thema Gleichstellung. Ich weiß ja nicht, an wen Frau Hasselfeld bei ihren unsäglichen Einlassungen gegen eine Frauenquote bei den Führungsgremien der deutschen Wirtschaft gedacht hat. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, Tatsache ist, dass die weiblich geführten Unternehmen besser performen als die anderen. Vor allem aber die Gleichstellung von Frauen und Männern ist doch nichts, was man von irgendwelchen wirtschaftlichen Situationen abhängig machen kann. Es ist ein Grundprinzip einer offenen, gleichberechtigten Gesellschaft ohne Wenn und Aber. Und dafür stehen wir. Und wir stehen auch für ein Paritätgesetz, dass sich das in den Wahllisten widerspiegelt. Die Liste
Die Liste schädlicher Regierungspolitik könnten wir endlos fortsetzen. Massentierhaltung, die jedem Tierschutz hohn spricht, Trinkwasser vorsätzlich vergiftet. Never-ending story zu diesem 8G9-Murks, was immer das sein soll. Verweigerung eines überfälligen Wahlalters 16. Immer dramatischerer Flächenfraß in Bayern. Ich habe mir, so viel kann man gar nicht merken, das ist ja im Grunde alles, was steht. Schneckenpolitik in Sachen Inklusion, die immerwährende Erkenntnisverweigerung, ein regionales Thema zu nehmen, dass ein Nationalpark Steigerwald für Region wirtschaftlich und ökologisch das Beste wäre. Die CSU-Politik, liebe Freundinnen und Freunde, ist für Bayern gefährlich zukunftsblind und nur wir Grüne stehen für eine verantwortungsbewusste und menschenwürdige menschliche Politik. Und deshalb muss es uns gelingen, künftig die bayerische Landespolitik maßgeblich zu prägen. Und deshalb werde ich auch alles dafür tun, dass wir 2018 den Allesversprecher und Nichtstuer Seehofer und seine Marionetten endlich dahin zu schicken, wo sie schon lange hingehören, in die ungelesenen Fußnoten schlechter Geschichtsbücher. Wie aber kommen wir dahin, liebe Freundinnen und Freunde, auf die große Bedeutung innerer Strukturreformen, habe ich ja schon hingewiesen. Überall dort, wo wir in der Gemeinde mit starken Persönlichkeiten auftreten, sind wir satt zweistellig. Das zeigt auch, welches große Potenzial wir haben, das wir gemeinsam entfachen müssen und wollen. Nach außen müssen wir geschlossen auftreten. Lasst uns intern mit großer Kraft um die bessere Lösung ringen. Das ist unsere Stärke. Demokratiefähigkeit nach innen ist unsere Stärke. Da macht uns niemand in diesem Lande sonst etwas vor. Aber lasst uns dann nach außen geschlossen bleiben. Es gibt nichts Dümmeres, als sich öffentlich aneinander abzuarbeiten. Das werdet ihr von mir auch nie erleben. Meine Gegner sind die Zukunftsignoranten, Wendehälse und Symbolpolitiker Bayerns und niemand sonst. Lasst uns außerdem unsere Botschaften geschlossen, klar, positiv, emotional mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Das ist ein Teil, den wir jetzt nicht ausführen können, wo wir uns gerne zu fragen können. Politisch stehe ich für ein kraftvolles Grün pur. Eigenständigkeit ist eine Frage der Haltung, meine Freunde und Freundinnen. Ich stehe für ein eigenes Profil in der ganzen Breite unserer Themen. Dazu will ich beitragen, dass wir in den nächsten Jahren unsere Botschaften, unsere grünen Positionen, mit denen wir in den Wahlkampf ziehen, Eike, dass die Grundlage eines Regierungsprogramms sein können. Grün pur heißt aber auch, dass wir, wenn es auf die Wahl zugeht, die Leute da bei den Kernthemen abholen, wo sie sagen, das können die Grünen, da sind die Grünen besser und da müssen wir die CSU vor uns hertreiben. Liebe Freunde und Freundinnen, gebt mir euer Vertrauen. Lasst uns gemeinsam ans Werk gehen, die bleierne Zeit in Bayern zu beenden. Lasst uns dort, wo die Regierung nicht einmal Fragen hat zu den existenziellen Problemen dieser Zeit und wir die Antworten haben, lasst uns da diese grünen Antworten zukunftsweisend geben. Ich habe große Lust und ich denke auch die Fähigkeiten, gemeinsam mit euch als Landesvorsitzender an einem starken grünen Bayern, an dem niemand mehr vorbeikommt, mitzuwirken. Ich bitte euch um eure Stimme und danke euch fürs Zuhören und euch für die Geduld. Applaus